Also. Meine Nebenpistole hat irgendwas. Hat einen Aufsatz gekriegt. Sauber. Geschlossen. Ich find's gut. Jetzt machen wir mehr Schaden mit dem Ding. Und die Gegner fallen auch schneller um. Ein Tisch. Auch der Tisch war der Fernseher, okay. Ein Kühlschrank, da ist nichts drin. Ja, gehen wir auch runter. Da ist die nächste Vita-Chamber, also Speicherpunkt. Ich weiß nicht, ob man ihn so aktiviert, aber ich glaube, das reicht schon, wenn man dran vorbeigeht. Aber das glaube ich nicht. Ich speichere lieber nochmal. Ich glaube, ich sollte lieber am... Ja, ich erhöhe das Risiko mal und speichere nur, wenn ich an einer Vita-Chamber vorbeikomme. Das wird auch ein bisschen lustig. Ja, Mampf. Der alte Schäferhund. Und wieder werden wir mit einem Taschentuch belabert. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Ja, ihr seid ja auch alle Deppen. Du Depp. Hacke die Türsteuerung, dann geht sie auf. Du Junge, ich bin schon ein wenig länger unterwegs. Ich weiß schon, wie man sowas bedient. Danke. Der ist eine Hilfe manchmal. Nein. Das war knapp. Weil wenn man das verkackt und in den roten Bereich geht, geht der Alarm los. Rot heißt Alarm. Und ich denke mal, das Orange heißt auch Alarm, nur ein bisschen kürzer. Und Rot heißt Tod. Also, das war gerade haarscharf. Das war noch die Gnadenfrist. Also die Idioten... Dieser Engel ist einsam. Mr. B. Hoppla. Da läuft ein Big Daddy rum. Hammer. Wo war ich gerade am sagen? Achso. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Was habe ich gerade gesagt? Nein, ich hab's vergessen. Was soll ich denn hier? Was ist das? Ach, das ist die Ticketkarte, die ich haben soll. Und so den ganzen Weg? Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglimmer, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also einer finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Neues Tier, geh in den Park. Ich soll mir eine Little Sister suchen, oder was? Ach so, im Menü, das rechts, wofür ich gesagt hatte, was ist das? Ich weiß es nicht. Dieses rote, die roten Zahlen, das ist offenbar das Adam. Ah, oh, shit, ich wollte nicht speichern. Ach, wir kommen ja eh wieder vorbei, ne? Dann speichere ich eben nur hier und dann ist es fertig. So. Tonk. Er ist jetzt sowieso wieder gespeichert, nachdem ich hier an dem Ding vorbeigegangen bin. Scheiße. Ach ne, wir machen ja mehr Schaden. Hallo, kann er auch sterben? Ja, die machen mehr. Ich mach mehr Schaden, das ist sehr toll. Winkerade-Kämpfer, denkt er sich. Stimmt.
gestürzt, Boeing da geschossen wurde. Er hatte ein paar Dosenbohren bei sich und Treibstoff für Bohrer. Doch, er hatte auch $2. Ne, ist nicht wahr, ich krieg die MG wirklich. Oh, hoppla. Scheiße, hätte ich das ja doch. Oh, weil immerhin, wir haben die MG. Sehr schön. Das darf ich jetzt abspeichern. Das finde ich jetzt mal richtig geil. Oh, hier sehen wir auch, wo wir sind. Atlantic Express Depot. Wines Amusement sind wir jetzt. Danach kommt Purpose Drop, dann der Dionysos Park und dann Fountain Futuristics. Jo, kein Scheiß diesmal. Ich möchte sie mal von hier aus alle abknallen. Sind doch alle draußen, oder? Ich weiß es nicht. Stürmen wir mal das Gebiet. Sicher spawnen die da jetzt alle. Sag ich doch. Aua. Oh, ein Headshot, geil. Nein, ich lade nach. Oh, ich habe wieder einen Arm abgeschossen. Sah aber irgendwie so aus. Oh, Golfschläge. Du gehst mit, du wachst mit dem Golfschlag auf mich loszugehen. Noch ein Headshot. Ich bin gut. Komm. Nee, nicht schießen. Ha, du hast daneben geschossen. Du bist schlecht. So. Hier war doch irgendwo eine Leiche, oder? Wo war die Leiche? Oh Gott, Leichen verschwinden hier. Ich glaub's nicht. Dann nehme ich halt dich. So. Jetzt filzen wir alle Leichen, die wir hier finden. Denn dann können wir auch gleich in den Park. War ja nicht irgendwie noch ein Automat oder so? Haha, hier war der. Ich wusste es doch. Denn hier können wir uns Kugeln kaufen. Und ich finde die MG richtig geil. Ich kaufe sie lieber. So. Yeah, voll die MG. Karte von Wine Amusements. Ticket füge ich gleich an. Lobby, Parksicherheit, Souvenir. Reise zur Oberfläche. Eldorado Lounge. Halle der Zukunft? Halle der Zukunft. Ja, ich habe zwar Angst, aber ich darf nicht speichern. Ziel erreicht. Geh in den Park. Mann, ich habe echt diesen Reflex und gehen auf F12. Mein Speicherknopf. Reise zur Oberfläche. Ausgangssperre. Tschüss. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Sehr schön. Ich möchte was aufklären. Und zwar die Stimme von Wine. Ist die Stimme von Captain Archer aus Star Trek Enterprise. Die 4 Staffeln. Die Serie mit der Enterprise. Ihr kennt doch Star Trek, oder? Einige kennt's. Also das oh, Schnelligkeitsschub. Erstes Ding, Gentonikum erhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie zur Ausrüstung hinzugefügt werden.
In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denk daran, dass es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als dein Nachbar zu sein. Und, wie schnell sind wir jetzt? Ich komme mir nicht gerade schneller vor. Überhaupt nicht. Ich komme mir echt nicht schneller vor. Ja, ich möchte ins Menü, um zu gucken. Genau. Hier, das dort meine ich mit Adam. Oh! Little Sisters in diesem Level. Eine. Und die hat einen Big Daddy bei sich, denke ich mal auch. Mal schauen. Aber ich möchte erstmal gucken. Kann ich irgendwo sprinten? Ich möchte gerne sprinten. Springen kann ich ja. Ein Telekinese-Schild. Keine Ahnung, ob das was bringt. Scout-Modus, Schnellladen, Karte anzeigen. Erste Hilfe. Waffenangriff und Bohrersprung. Umschalttaste. Ich glaube nicht, dass das... Ne, bringt nichts. Ich weiß das nicht. Ich denke mal, ich nehme mal jetzt an, ich bin schneller. Naja, ein bisschen schneller bewege ich mich ja doch, oder? Gucken wir mal, wir sind in einem Park. Und ich wollte schon immer meinen Freizeitpark von Rapture, oder? Was haben wir denn hier? Der Traum von Rapture. Audiotour abspielen. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff der Olympian im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Er ist mit dem Schiff losgefahren und hat gesagt, da unten soll es sein. Also nieder mit euch. Eldorado Lounge. Der Weg zum Ziel. Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Naja, so wird Rapture erbaut. Den Grundstein legen. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Das ist alles interessant. Ich will hier nicht mehr weg. Noch ein Tonband. Ja, das Tonband schaue ich mir gleich an. Das ist bestimmt irgendwie so ein Auslöser oder so. Der mir sagt, ha, du bist angepisst. Rapture wächst. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Die Metropole, die wir heute sehen. Kaputt. Kaputt. Gegner, die man... Was ist das? Was soll das? Ja, Jin nehme ich mit.